Ich zeige in diesem Video die Übung Shortfoot. Die sollte auf jeden Fall barfuß oder in Socken ausgeführt werden, auch wenn ich das für jede, also wirklich für jede Übung in meinem YouTube-Kanal empfehle, da wir hier wirklich mit den Füßen arbeiten, nochmal ganz besonders, entweder barfuß oder in Socken. Wir starten im Stehen und zwar mit den Füßen hüftbreit und parallel aufgestellt. Und ich starte jetzt mit dem linken Fuß, setze ihn wirklich nur eine Fußlänge weit nach vorne. Meine Füße sind nach wie vor gerade, sie sind nach wie vor hüftbreit, sind jetzt nicht in einer Linie oder so. Ich habe wirklich nur den linken Fuß einen Schritt nach vorne gesetzt. Den Rest zeige ich, so hier am besten von der Seite. Und zwar Konzentration auf den vorderen Fuß. Ich ziehe meine Zehen an und drücke sie danach in den Boden. Und ich hoffe, das ist hier ein bisschen sichtbar, wie das die Längswölbung meines Fußes verstärkt. Das heißt super, gerade bei Leuten, die jetzt irgendwie einen Plattfuß haben oder so, wo diese Längswölbung total schwach ist oder eigentlich nicht vorhanden. Daher wirklich fest in den Boden drücken und wieder anziehen. Das ist wirklich alles, was gemacht wird. Und jetzt zum Rest des Körpers, worauf man achten sollte. Lass das Gewicht möglichst ausgeglichen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass hier auf dem Hinterfuß gar kein Gewicht drauf ist oder dass das gesamte Gewicht auf dem Hinterfuß ist, sondern ne, möglichst ausgeglichen. Und auch den Oberkörper gerade lassen. Also hier ist nichts vorgekippt oder ich weiß nicht, ich lehne mich irgendwo an eine Wand oder sitze noch im Zweifel oder so. Sondern wirklich, ich bleibe komplett aufrecht in meinem Oberkörper. Gewicht ist ausgeglichen und bewege hier den Fuß. Dann geht diese Übung nämlich auch wirklich bis in die Hüfte nach oben. Und kleine Side Story hier. Das war zumindest zu meiner Zeit in San Diego 2019 die Lieblingsübung von Pete Egoscue zu der Zeit. Denn er hat so quasi seine eigene kleine persönliche Studie gestartet im Café oder weiß ich nicht, immer wenn er draußen war, hat er eben gesehen, dass die Leute dieses Toe-Off nicht wirklich haben. Das heißt, wenn sie laufen, über die Zehen abzurollen. Und deshalb hat er diese Übung sich ausgedacht. Deswegen das auch in Schrittstellung ist, denn es soll wirklich dieses den Teil des Ganges widerspiegeln, den wir haben. Wir drücken hier die Zehen in den Fuß, die müssen aktiv in den Boden reindrücken und dann wird weitergegangen. Das ist das, was wir hier eigentlich replizieren wollen. Genau, davon machen wir 3 Sets à 20 Wiederholungen. Ich denke mal, ich bin hier jetzt bei dem Fuß schon etwa bei 15. Und bleib aufmerksam in dieser Übung, falls du irgendwann merkst, okay, irgendwelche Muskulatur, sei es im Po, in den Oberschenkeln, verkürzt sich und spannt sich wirklich an, entspann die wirklich wieder bewusst. Das ist vollkommen normal, dass sie sich so ein bisschen aktivieren, sollten sich aber nicht wirklich verkürzen, jetzt wie am Beispiel meines Bizeps gezeigt, sondern ne, wenn die unter Spannung sind und du merkst auf jeden Fall, die arbeiten, okay, aber ne, das ist von außen sichtbar, verkürzt ist, soweit sollte es nicht gehen. Seitenwechsel, auch hier schön aufrecht bleiben, Gewicht bleibt ausgeglichen, vorne und hinten. Und drückt wirklich mit allen 5 Zehen rein. Man wird wahrscheinlich den großen Zeh etwas mehr spüren als den kleinen Zeh, ist halt auch größer. Aber die Konzentration sollte auf allen 5 Zehen liegen, dass es ausgeglichen gedrückt wird. Schultern sind entspannt. Sollte das irgendwie so ein bisschen zu Gleichgewichtsproblemen führen, überhaupt gar kein Problem, so einen Stuhl von der Seite zu nehmen oder so und sich da einfach ein bisschen festzuhalten, aber wohlgemerkt jetzt nicht reinlehnen oder so, dass das Gewicht plötzlich ganz anders verteilt ist. Und 4, 3, 2 und 1. Wir machen insgesamt 3 Sets. 20 Wiederholungen. Das heißt, der linke Fuß kommt wieder nach vorne. Und Zehen anziehen und drücken. Immer wieder auf die Gewichtsverteilung achten. Achte auch darauf, dass du dich nicht irgendwie aufrotierst mit der Hüfte oder so. Ne? Gerade wenn das in diesem Fall jetzt gerade bei mir das rechte Bein so ein bisschen Probleme mit der Streckung hat und das Bein nicht gut einfach nach hinten strecken kann, beziehungsweise die Hüfte. Das heißt, die Ferse steht auf dem Boden und du merkst, okay, da ist im Zweifel ein Zug drauf oder dein Körper versucht, den Ganzen auszuweichen, indem er sich nach rechts öffnet, dann mach den Schritt hier ein kleines bisschen kleiner. Das ist überhaupt gar kein Problem.
So kann es immer noch ordentlich ausgeführt werden. Aber das ist auch das Gute in dieser Übung. Du kommst in so eine kleine, wirklich überhaupt nicht aggressive, eine ganz kleine Hüftstreckung. Du hast Hüftstreckung und Hüftbeugung gleichzeitig. Also super kleine, feine, aber sehr effektive Übung. Noch hier noch 5. 4, 3, 2 und der letzte Seitenwechsel. Der Schritt war ein bisschen groß. Und auf jeden Fall solltest die muskuläre Anspannung oder Aktivität unten in der Sohle auf jeden Fall spüren. Es kann aber durchaus sein, dass du so ein bisschen diese Stabilität, diese Haltespannung mehr in der Hüfte spürst. Sei es vorne, in den Seiten, im Po. Das, was im Zweifel vielleicht bei dir ein bisschen schwächer ist, das ist das, was du dann wahrscheinlich in dieser Position spürst, wenn du aber, wie gesagt, auf alles auch immer ordentlich achtest. Also lass uns nochmal durchgehen. Gewicht ist schön ausgeglichen, der Oberkörper ist nach wie vor aufrecht, das heißt nicht irgendwie nach vorne gekippt oder so. Hüfte ist nicht aufrotiert, sondern wenn ich hier zwei Augen vorne hätte, die würden schön gerade nach vorne zeigen. Genauso wie meine Füße, die immer hüftbreit auseinander sind, wenn auch versetzt und geradeaus nach vorne zeigen. Und alle 15, was immer im vorderen Fuß ist, die Aktivität, die drücke ich gleichmäßig in den Boden und ziehe sie wieder an. Und konzentriere dich wirklich auf beide Teile dieser Übung. Es geht nicht nur darum, gegen den Widerstand in den Boden zu arbeiten, sondern auch wirklich die Zehen hochzuziehen. Das sind 50% der Übung. Also fokussiere dich wirklich auf beides, bleib konzentriert. Und dann auch hier noch 5, 4, 3, 2 und 1. Ich zeige es euch nochmal von vorne im letzten Set. Wie gesagt, Stuhl, irgendwas, wenn es mit der Balance nicht ganz so gut klappt, ist gar kein Problem. Das ist hier nicht die Challenge, das ist keine Balanceübung, auch wenn es die Balance ein bisschen schult. Wenn du jetzt merkst, du wackelst ohne Ende rum und es fällt dir schwer, die Übung ordentlich auszuführen, weil du hin und her wackelst, halt dich wirklich gern irgendwo fest, sei es, dass du eine Hand an die Wand machst oder so, ist überhaupt gar kein Thema. Nochmal testen, ob irgendwo sich gerade vor allem Oberschenkel, Po-Muskulatur, ob sich da irgendwas gerade wirklich verkürzt und echt anspannt und vor allem unter so einer Dauerspannung bleibt. Und einmal wirklich alles entspannen und dann weitermachen. Anspannung ist nicht gleich verkürzen, beziehungsweise Aktivität bedeutet nicht gleich verkürzen. Wir haben auf jeden Fall Muskeln um die Hüfte und in den Beinen und so, die hier aktiv sind, definitiv sollen sie auch sein, aber eben nicht dauerhaft verkürzt. Auch hier noch 5 und 4. 3, 2 und der letzte. Wir gehen ins allerletzte Set. Ich zeige es hier auch nochmal von der Seite. Wie kann man hier das sehen? Genau, diese Längswölbung wirklich aktiviert wird durch diese Übung. Wir haben in den meisten Schuhen nämlich tatsächlich gar nicht den Platz, die Zehen so zu bewegen. Daher diese Längswölbung, die Muskulatur der Längswölbung, die wird nur angesprochen, wenn die Zehen wirklich so in den Boden drücken. Sonst kommen die wirklich gar nicht gar nicht wirklich zur Aktivität. Das heißt, wenn unsere Schuhe eben so toll eng sind und die Zehen nicht aktiv sind, kommt es halt super gern zu so einem Plattfuß. Und das, was wir dann sehen, ist eben entweder, genau, einmal Plattfuß ist das eine oder eben sowas genannt Pronation, wenn der Fuß so nach innen klappt, ist das andere. Auch definitiv eine Schwäche der Längswölbungsmuskulatur.
Wollen wir nicht haben. Geht bis nach oben. Gerne gepaart mit dem X-Bein. Und 5, 4, die letzten 3, 2 und der letzte. Wunderbar.